So, willkommen zum Türchen Nummer 22 vom Bier-Adventskalender. Und jetzt hätte ich es fast verschlafen, noch mein Türchen zu öffnen. Wir drücken mal wieder hier die 22 rein, ziehen die Flasche raus, stellen den Botsch runter. Adi ist auch am Start, den höre ich schon im Hintergrund. Und wir haben ein... Da steht nichts drauf, ist aber wieder ein goldener mit Muster und Verzierung. Ja, 1686 Jubiläumsbier 333 Schlossbräu. Sieht jetzt wieder sehr oldschool aus, sehr retro. Das Wort, auf das ich letztens nicht kam, hat wieder so ein komisches, pappiges Etikett. 5,7% auf jeden Fall. Sieht eigentlich aus wie eine normale Bierflasche. Die anderen, die sahen aus wie kleine. Dadurch, dass sie so braun ist, sieht die aus wie eine 0,5er. Aber wenn ihr die hinstellt, seht ihr, dass sie auch klein ist. Ich zeig das mal aus meiner Perspektive, wie das hier ausschaut. Der Kronkorken ist in dem Licht immer ein bisschen problematisch. Es glänzt die ganze Zeit wie Sau. Also sieht jetzt nicht so berauschend aus. Ist mir einfach viel zu viel drauf, viel zu viel, was ablenkt. Da finde ich sowas schon eher eindrucksvoller. Goldochsen, ne? Oder hier, was haben wir noch? Genau, We Love Beer. Das ist doch ein Blickfang, das sieht doch gut aus. Das hätte auch einfach nur einfarbig sein können, einfach nur goldig und es würde keinen Unterschied machen. Dann habt ihr hier das Etikett 1686 Schlossbräu. Das ist wahrscheinlich direkt so der Name, da ist ein Bild, ich kann überhaupt nicht erkennen, was das überhaupt sein soll. Sieht aus wie hier aus der Hölle, der Dämon höchstpersönlich. Und dann habt ihr nochmal das Jubiläumsbier 333 vom 86er Schlossbräu. Wird sicherlich einigen gefallen, die Aufmachung. Mich spricht es jetzt nicht so sehr an. Gräflich von Mengersensche Dampfbrauerei. Räder. Brakel. Okay, kann ich nichts mit anfangen. Aber was geben wir denn aufs Etikett? Es ist ja nicht hässlich, es gibt ja schlimmere. Ist halt nicht mein Geschmack. Trotzdem würde ich eine 3 geben. Also durchschnittlich, nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Ich schreibe es mal hier in die Tabelle rein. Eine 3 fürs Etikett. So, jetzt nehmen wir wieder unser Bier-Tasting-Glas, öffnen das und wenn es heute durch die Gegend fliegt und rumspritzt, warten wir nicht, bis es soweit ist, sondern füllen es gleich direkt in das Glas rein. Adi, bist du bereit, wenn der Deckel kommt? Hossa! Und ihr seht schon, der ist zwar weggeflogen mit Druck, aber da kommt nichts. Das heißt, wir können gemütlich jetzt einschenken unser 333 Schlossbräu. Schlossbräu? Ich glaube, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und ihr seht beim Einschenken, also ihr seht es nicht, ich sehe es, hat das wieder so eine tolle Bernsteinfarbe, was ein bisschen dunkler ist als normal, aber irgendwie so besonders. Das hatten wir einmal bisher, da habe ich sogar 5 auf die Farbe gegeben. Andere waren immer so blass und so durchsichtig, manche waren so ein bisschen goldig. Das ist wieder so richtig bernsteinmäßig. Wir versuchen wieder eine kleine Schaumkrone einzufüllen. Das sieht doch gut aus. So, das perlt auch ein bisschen. Vielleicht sieht man es doch hier im Licht. Achso, riechen dürfen wir ja noch gar nicht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut von der Farbe. Ist wieder mal was anderes für die tolle Farbe. Und Schaum war ja auch da. Gebe ich 5 Punkte, denn bei dem anderen mit derselben Farbe habe ich auch 5 Punkte gegeben. Also lasst euch da mal nicht vom Etikett irritieren, dass das so komisch aussieht. Dann kommen wir natürlich zum Geruch. Und heute aufpassen, dass ich nicht wieder den Schaum in die Nase saug. Riecht auf jeden Fall ein bisschen süßlich. Hat irgendwas von so einer Weizennote, wenn ihr Bananenweizen kauft und dann normales Weizen und ihr denkt, es schmeckt doch genauso und riecht genauso, ist jetzt auch Banane drin. Hat auf jeden Fall eine süßliche Note, da kann ich mir aber denken, dass das im Nachhinein wieder extrem bitter wird, wie bei den meisten, die so riechen. Jetzt geht es aber erstmal um den Geruch alleine. Geruch würde ich sagen,
Durch die leicht süßliche Note, was eigentlich angenehm riecht, gebe ich trotzdem mal 4 Punkte auf Geruch. So. Und dafür haut es mich beim Geschmack jetzt sicherlich wieder hinten runter. Aber den sehen wir jetzt. Deswegen Prost. Oder ist das noch Wasser? Ich dachte jetzt wieder, da kommt entweder vorne so ein kompletter Geschmack und lässt nach hinten nach, oder es vorne einfach nichts und wirkt dann komplett bitter. Aber irgendwie ist es weder vorne geschmacklich noch hinten geschmacklich. Es ist eigentlich sehr neutral. Ich würde überhaupt nicht erkennen, dass ich Bier trinke. Was natürlich den Vorteil bietet, ihr könnt das einfach trinken, noch eins hinterher. Ihr merkt gar nicht, dass ihr Bier trinkt. Ob das ein Vorteil ist, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall kein unangenehmer Geschmack, aber es schmeckt auch nicht wirklich nach Bier, wo man sagen kann, boah, das schmeckt herrlich, das ist kräftig. Würde deshalb wieder den Durchschnitt geben, wieder mal 3 Punkte. Damit kommen wir insgesamt auch schon wieder auf 15 Punkte. 15 das meiste, also das häufigste, nicht das meiste. Obwohl, wenn man so sagt, kann man das auch so sagen. Das häufigste, die häufigste Punktzahl, die hier vergeben wurde. Krabs ist heute mit Strubbelfrisur, frisch aus dem Bett. So, den Namen muss ich nachher noch aufschreiben. Aber 15 Punkte ist gutes Mittelmaß, wie gesagt. Hat eben bei dem Etikett nicht viel gehabt, trotzdem aber durch die Farbe einiges rausgeholt. Ansonsten sehr in der Mitte sich angesiedelt, standardmäßig. Ist also nicht schlecht, kann man mal trinken. Gebt euch also das Jubiläumsbier 333 vom Schlossbräu. Handwerklich gebraut. Ist das eine Anspielung aufs Handwerkerbier? Das kennt ihr bestimmt auch noch nicht, außer ihr habt auf meinem Vlog, als ich beim ISPO war, gesehen, dass wir bei der Handwerkermesse waren und haben das Handwerkerbier getestet. Wie gesagt, gönnt euch das. Wenn ihr das nicht kennt, probiert es mal. Schreibt mir eure Meinung dazu rein. Ich werde den Rest jetzt noch austrinken. Dann geht's wieder ins Nest, damit mir die Haare wieder verstrubbeln. Ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Romsus.